Ich bin gestern auf dem Octalor-Konzert gewesen und ich hatte mir im Vorfeld schon die Frage gestellt, machen die mehr Psychedelic oder machen die mehr Indie oder vielleicht beides oder vielleicht was dazwischen? Und die Antwort auf diese Frage habe ich vom Gitarristen bekommen und die würde ich euch gerne erzählen und zwar nicht jetzt, sondern am Ende des Videos. Also erstmal so ein paar Rundumfakten. Das Konzert war ein Clubkonzert in Café Glocksee in Hannover. Und die Karte hat 15 Euro gekostet, was ein ziemlicher Schnapper ist, weil wenn du überlegst, wenn du ins Kino gehst heutzutage, dann kostet das auch schon irgendwie um diesen Dreh, ja. Und ich habe gedacht, für 15 Euro zwei Bands zu sehen, die ich beide annähernd kenne, kann man machen. Habe ich gemacht. Und die Vorband waren die Garlands, haben jetzt erstmal nichts mit Garlic, Knoblauch zu tun. Da möchte ich auch gar nicht so viel zu verlieren, weil irgendwie haben die mich nicht ganz umgehauen. Also ich habe auch probiert, die im Nachhinein nochmal auf Spotify zu finden und ich habe nichts gefunden. Also ich habe eine Band gefunden, die hießen Garlands, aber da hat ein Mann gesungen. Von der Musikrichtung her würde das passen. Nur gestern Abend war es halt so, dass halt zwei Frauen gesungen haben. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann irgendwie nicht die Band gewesen sein. Insgesamt war es einfach so, die Musik, die die gemacht haben, ist bestimmt ganz schön so. Also vom Genre her war das so Richtung Shoegaze, Dream Pop. Also so ein bisschen Mac DiMarco, Also so ein bisschen Mac DiMarco, Boy Pablo Style. Aber irgendwie war es so, dass der Funke nicht ganz übergesprungen ist. Also es war nicht so, dass ich dachte, okay, cool, vielleicht würde ich mir auch ein Album kaufen von denen. Die waren halt irgendwie auf der Bühne und haben halt ihre Songs abgespielt und sind dann halt wieder von der Bühne. Möchte ich auch jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Und dann kam auch schon Octalog. Und das erste, was mir aufgefallen ist, die Optik, also wie die angezogen sind, was die präsentieren und das war sowas von irgendwas zwischen 60s und 70s. Also echt mega geil, Schnauzbart, lange Haare überall, auch unter den Armen, Jeans auf Jeans, Stiefel, Kettchen, kleine Ringe, Hemd so offen, Brusthaare raus und so. Habe ich schon gesagt, dass die Schnauze hatten, zumindest der Gitarrist und zum Beispiel auch der Gitarren oder der Bassgurt, der war halt auch in diesem 70s Psychedelic. In der Hinsicht haben die mich auf jeden Fall schon mal voll abgeholt, 10 von 10 volle Punktzahl, allein was die Optik angeht. Vielleicht noch als kleine Info vorweg, Octalog hat 2016 ihr Album Diamonds and Despair rausgebracht. So und so. Das Album ist letztes Jahr rausgekommen, meiner Meinung nach eine richtige Perle, ist nämlich was, was man so eigentlich gar nicht mehr findet. Teilweise ein Stück Summer Days geht über 10 Minuten, das gab es das letzte Mal bei Pink Floyd oder sowas. Und deswegen war der Opener Pitch Black Dark. Das ist nämlich auch der erste Song des Albums und das ist meiner Meinung nach die beste Wahl gewesen, die sie hätten treffen können, denn das ist richtig so der Song, der wirklich so alles zusammenpackt und Octalog musikalisch repräsentiert, ihren aktuellen musikalischen Output. Und umso länger das Konzert ging, umso mehr hatte ich wirklich das Gefühl, Alter, ich bin gerade in einer Zeitmaschine. Also dadurch, dass sie da eben so standen in ihrem 60s, 70s Outfit und die Musik, die halt auch so richtig geil schon psychedelic war, von den Solos her, von den Drums, von den Synthes auch, von den Orgeln, da hatte ich teilweise schon das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie so in den 70s, irgendwo in Austin, Texas und höre gerade einer Indie-Band zu. Also es war echt mega gut, die haben mich richtig mitgenommen. Habe ich selten erlebt. Insgesamt haben sie, glaube ich, so 10 bis 12 Songs gespielt, also mit Zugabe. Da waren alte und neue Sachen dabei. Ich beziehe mich jetzt nur auf die neuen Sachen, also die von Diamonds and Despair, weil ich mir die anderen beiden Alben leider nicht anhören konnte. Also ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Songs, an die ich mich erinnern kann von Diamonds and Despair, die sie safe gespielt haben, waren Pitch Black Dark, wie ich es gerade gesagt habe. Diamonds and Despair, mega geiler, tanzbarer Track. Under the Pale Moon, Wasted With You und One Way to Breakdown. Und da kann ich einfach nur sagen, 1A abgeliefert, also noch geiler als auf dem Album, wirklich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich war einfach total weg und das war halt mega gut, so das hätte ich echt nicht erwartet und die Gitarren-Solos waren auch mega, mega gut, also das habe ich selten gesehen oder auch schon ewig nicht mehr erlebt, dass da wirklich einer so reinhaut und so fetzige Solos raushaut, also das hat mich schon sehr begeistert, wie man vielleicht merkt. Dann haben sie sogar einen neuen Song gespielt, dafür haben sie dann den Max auf die Bühne gezaubert und der Max sah aus wie, als hätte er gerade einen Synthesizer zusammengeschraubt, also Afro, so eine richtige Hacker-Nerd-Brille und Schnauzer natürlich. Und der Leadsänger, der Benno, hat dann was auf der Akustikgitarre gezaubert und insgesamt dieser neue Song klang auch ziemlich, ziemlich gut, ging so ein bisschen country-akustisch mäßig. Also man darf auf alle Fälle gespannt sein. Sie haben auch gesagt, dass sie jetzt nach der Tour sich wieder hinsetzen und neue Songs schreiben. Man darf gespannt sein. Und zum Liedgesang kann man eigentlich auch nur sagen, top. Also die ganze Band an sich super abgeliefert. Was ich ganz besonders fand, war, dass sie eine sehr interessante, eine sehr angenehme und eine warme Stimme hat und auf die man aber null schließen kann, wenn er zum Beispiel spricht. Insgesamt hat die aber super ins Image der Band gepasst, auf jeden Fall. Dann ist mir noch aufgefallen, das mache ich aber immer gerne, das solltet ihr euch vielleicht auch mal angewöhnen, schaut euch auf Konzerten bei Livebands die Drummer an, weil jeder Drummer erzählt dir eine Geschichte beim Spielen. Also das ist dann irgendwie so, die spielen dann so und jetzt gehe ich mal auf die Hi-Hat und jetzt spiele ich mal einen Rim und jetzt setze ich mal eine Snare aus und heute nehme ich mal das Becken und so. Und das ist echt immer super lustig mit anzuschauen und das habe ich dieses Mal auch gemacht. Und ich wurde nicht enttäuscht, der Drummer sah nämlich immer so aus, als würde er gerade irgendwie eine schlechte Neuigkeit hören und wäre super abgefuckt. Das sah dann nämlich ungefähr so aus.
Also hat mich sehr unterhalten, solltet ihr euch vielleicht auch mal angewöhnen oder zumindest beim nächsten Mal ausprobieren. Prinzipiell würde mich eigentlich auch mal interessieren, wo die Leute eigentlich immer hinschauen auf Konzerten. Wo schaut ihr immer hin? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen, die fand ich nicht so gut. Not so nice. Ich hatte das Gefühl, dass der Sänger manchmal einfach nicht so ganz beim Publikum war, sage ich jetzt mal. Also klar, er hat schon gefragt, Hannover, seid ihr gut drauf? Könnt ihr noch? Ihr könnt gerne mitsingen und so weiter. Aber so richtig ins Publikum geschaut und so ein bisschen so, na, könnt ihr es auch fühlen, habe ich irgendwie ein bisschen vermisst. Also vielleicht ist es meine subjektive Einschätzung, aber da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr so Kontakt zum Publikum gewünscht, einfach um zu zeigen, yo, ist ein Abend, ein gemeinsamer Abend. Ich meine, auf der anderen Seite ist es auch so, die haben gesagt, die machen das seit 10 Jahren und wenn du das 10 Jahre machst, dann ist es halt irgendwann einfach Routine und ich kann es verstehen, wenn du dann nicht jeden einzelnen Zuschauer anguckst. Aber anyway, trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass er einfach das ein oder andere Mal mehr ins Publikum schaut. Der letzte Song, also vor der Zugabe der letzte Song, ging um die 10 Minuten plus minus und war einfach mega, weil Gitarrenparts, dann kam Gesang, dann kam wieder 3-4 Minuten Instrumentals und Orgel und alle hauen rein, dann wieder Gesang, also war ein super Abschluss. Die sind dann auch von der Bühne, sind halt wiedergekommen, haben nochmal 2 Songs gespielt, kurz nochmal von der Bühne, einmal frisch gemacht, sind dann nochmal raus zum Merchandise-Stand, also Merchandise, das waren 3 T-Shirts, ihr aktuelles Album auf CD und ein Poster und haben dann halt noch so ein bisschen mit den Leuten gequatscht. Ich habe mich halt auch nochmal dazu gestellt, mich ein bisschen unterhalten, zum Beispiel auch mit dem Gitarristen. Und was er da gesagt hat, das verrate ich euch gleich. Erstmal will ich euch aber noch was zeigen. Ich muss leider ein bisschen angeben. Und zwar hatte ich euch ja gerade das Octalock gezeigt. Und Tim Jim hat hier 1A, 1, 2, 3, alle 4 abgeräumt. An der Stelle nochmal danke an dich, Max. Du, der Synthesizer gespielt hat, nicht der, der so aussah, als hätte er einen gebaut. Dass du nochmal nach hinten gerannt bist und den Herrn Drummer überzeugt, dass er auch nochmal drauf schreibt. Super Sache, danke dir. Und dann bin ich zum Gitarristen hin und habe ihn gefragt, yo, seid ihr mehr Psychedelic oder mehr Indie? Und die Antwort war, ja, das kann man ja so nicht so richtig sagen. Was ist denn Indie? Also wir haben auf alle Fälle Psychedelic-Einflüsse, aber uns so richtig einordnen wollen wir natürlich nicht. Und das ist eigentlich auch genau die Antwort, die ich erwartet habe, weil sich einordnen zu lassen, ist halt immer irgendwie ein bisschen Verschenken von Potenzial. Von ihm kam also die Antwort, sie möchten sich nicht einordnen lassen. Und das finde ich auch absolut in Ordnung. Meiner persönlichen Einschätzung nach sind die auf jeden Fall Psychedelic. Weniger Indie, mehr Psychedelic. Und ich hoffe, die Antwort befriedigt euch jetzt. Hoffentlich habt ihr nicht zu viel erwartet. Ich würde euch trotzdem noch mal kurz ein Fazit geben, so ein, wie mein Englischlehrer in der 8. Klasse gesagt hätte, to put it in a nutshell. Ja, in a nutshell praktisch. Geile Psychedelic-Band, die ein rundes Bild liefert, sowohl optisch als auch musikalisch. Bei denen hast du das Gefühl, die wissen, was sie tun, sie kennen sich aus, was die Effekte angeht. Der Vibe an sich generell, es ist einfach rübergekommen. Das hat man zum Beispiel auch daran gemerkt, dass ich mich teilweise wirklich gefühlt habe, wie als wäre ich wieder in den ich war ja noch nie in den 70s, aha. Und das ist auf alle Fälle ein Riesenkompliment. Also jeder, der die Möglichkeit hat, die mal live zu sehen, wenn er sie kennt oder wenn er sie nicht kennt, vollkommen egal. In meinem Fall jetzt für 15 Euro, die live zu sehen, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe mich super unterhalten gefühlt und wirklich auch noch was mitgenommen. Also ein Poster und Autogramme. Und alles in allem hatte ich einfach einen tollen Abend. Das war's dann auch schon wieder, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann zeigt es mir einfach und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Außerdem solltet ihr auch meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Ihr kriegt dann nämlich immer eine Benachrichtigung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, bis nächste Woche. Und ich mache jetzt wieder eine Zeitreise in die 70s.